So, ich habe mich in Schale geworfen. Heute ist Wutis Reisen große Modenschau. Mein Name ist Wuti. Ich bin auf meiner ersten großen Motorradreise. Ich grüße aus Portugal. Und ich habe mich hier komplett eingedeckt. Mir ist total heiß. Wird Zeit, dass wir starten. Los geht's. Ein Jahr und 4 Monate unterwegs, knapp. Und am Anfang hatte ich ja ein Video gemacht über die Motorradklamotten, wusste aber nicht, wie gut die dann wirklich sind. Und das klären wir heute jetzt mal nach einem Jahr Reise. Als erstes nehme ich den Helm ab, fange mit dem Helm an. So. Das gute Stück ist der Scorpion ADX1. Hat 225 Euro gekostet, was glaube ich nicht so teuer ist für einen Helm. Es ist halt ein Allrounder-Helm. Und zwar ist es ein Klapphelm, wie ihr schon gesehen habt. Und man hat hier oben eben dieses Sonnen. Ich weiß immer noch nicht so genau, für was das sein soll, aber ich denke, das ist halt für so Steinschutz und eine Sonnenblende. Ich jedenfalls benutze es als Sonnenblende. Wenn die Sonne jetzt genau von vorne kommt und man sieht gar nichts, dann kann ich den Kopf in so einen Winkel stellen, dass genau so ein Mini-Streifen ist, wo diese Blende Schatten spendet, dass ich die Straße sehen kann. Also gut wäre es, wenn es ein Ticken länger wäre, dann hätte man mehr Schatten. Und ja, das ist jetzt nicht besonders stabil, das ist halt dünnes Plastik. Aber es ist halt nach über einem Jahr Reise und ja, der Helm ist auch öfters mal vom Moped gefallen und so. Ja, ist nicht kaputt gegangen. Das kann man aber auch abmachen, dann kann man es einfach wie so ein Integralhelm quasi fahren. Und man kann auch das Visier rausnehmen und kann eine Brille anziehen, dann hat man wie so einen Enduro-Helm. Was ich geil finde, ist, der hat halt ein riesen Sichtfeld, also ein großes Visier. Der Helm kommt auch mit so einem Pinlock. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Bisschen. Es ist so eine quasi so eine Folie, die man in das Visier reinmacht und dann beschlägt es nicht. Funktioniert super, wurde mitgeliefert mit dem Helm. Es ist auch noch so, ich habe immer noch dasselbe erste Visier, also es ist immer noch top, es hat eigentlich keine Kratzer. Um die GoPro zu installieren, muss man hier ein bisschen improvisieren. Ich musste hier dieses Lüftungsding rausnehmen, damit es genau hier hinpasst. Dann hat er hier noch so ein Sonnenvisier. Was super cool ist, also das benutze ich immer. Ich fahre eigentlich nie mit Sonnenbrille, weil das hier ist perfekt. Man kriegt noch Wind, aber man hat trotzdem die Augen geschützt, dass nämlich die Fliegen in die Fresse fliegen. Das ist jetzt hier so ein Lüftungsding hier oben noch. Herausnehmbare Polster. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Hat ein paar Kratzer schon abbekommen, weil ich irgendwie mal oben irgendwo gegengeknallt bin. Ich bin ein paar Mal gestürzt, aber nur einmal auf den Kopf, also so leicht. Deswegen, da muss er jetzt einen super Test absolvieren. Der einzige Nachteil ist, dass er halt 1600 Gramm wiegt. Und das ist schon, finde ich, ziemlich schwer. Also, wenn es irgendwann mal ergibt, einen neuen Helm zu bekommen, dann würde ich auf jeden Fall einen leichteren wählen. Guter Helm, bisschen schwer. Das ist das Fazit. Was da noch dran ist, ist hier mein Cardo-Kommunikationssystem. Damit höre ich Musik und das Navi kann ich hören. Und man kann auch telefonieren. Ich weiß halt nicht, wie geräuscharm, ob es noch geräuschärmere Helme gibt. Das wäre halt vielleicht noch geil, dass ich die Musik noch geiler hören kann. Ansonsten ist es gut. Hier die Sprachsteuerung funktioniert ganz okay. Könnte ein bisschen besser funktionieren, finde ich. Und eben auch, das hatte ich da im anderen Video schon erwähnt, dass das Rad hier mit der Lautstärke, kann man das sehen, dass es unten ist. Also wenn ich einen Schulterblick mache, dann macht das halt immer ganz laut. Deswegen, ich glaube, das wäre besser, wenn es oben wäre. Ja, also eine Kleinigkeit. Im Winter, seht ihr schon, ich habe hier so ein Buff-Ding. Das ist halt vor allen Dingen, um die Lücke zwischen Helm und Jacke zu schließen, kann man das anziehen, kann man da reinstecken. Ist top, hält super warm. Und mehr braucht man eigentlich auch nicht an Wärme. Also ich bin im Schnee gefahren, in den Pyrenäen. Das war okay. Das ist so ein Buff. Von der Firma Buff. So ein Ding, ich glaube, nennt man das auch Buff? Ist auf jeden Fall so ein Schlauch. Und hier unten ist so ein bisschen dickeres Material. Man kann es auch andersrum anziehen. Und wie gesagt, man kann es eben so über den Kopf ziehen.
Das ist ein super Accessoire. Ich weiß auch beim Backpacken, dass viele es benutzen als zum Beispiel Sonnenschutz. Wenn man eine Glatze hat, ist das ja relativ empfindlich. Da ich ja dieses Buff-Ding habe, ich habe noch eine Sturmhaube dabei. Die habe ich aber, glaube ich, einmal angehabt oder so. Also eigentlich benutze ich die nie, brauche ich nicht. Ja. Benutze ich nicht. Ich benutze sie, um sie irgendwelche Sachen zu wickeln, die Plastik sind und nicht auf den Tank reiben sollen. Kommen wir zu den Handschuhen, dass ich die auch gleich mal ausziehen kann. Das sind Pro Biker PRX 16 für 69 Euro. Habe ich bei Louis gekauft. Die sind aus Ziegenleder. Die haben hier in den Fingern so Verstärkungen und hier Knöchel und hier und Unterhand auch. Das sind Sommerhandschuhe quasi. Die sind dünn, luftig und ich finde das super geil, wenn die so eine kurze Stulpe nur haben. Das finde ich am besten. Ich hätte am liebsten noch dünnere. Einfach nur so, es gibt ja so ganz dünne Handschuhe. Das finde ich eigentlich noch geiler, aber die bieten halt noch ein bisschen Schutz. Im Winter, wenn es da ein bisschen kälter ist, da hatte ich hier meine Winterhandschuhe. Die haben halt eine längere Stulpe. Kann man auch so. Und das ist von Krivit. Das sind Lidl-Handschuhe. Die haben 20 Euro gekostet. Und die haben mich durch die Pyrenäen und so gebracht. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Die sind halt nicht super wasserdicht und auch nicht super winddicht. Die halten natürlich ein gewisses Wasser aus. Also nicht ganz wasserdicht. Und für diesen Fall habe ich super Spartipp. Spülhandschuhe. Und die ziehe ich einfach drüber. Und dann sind die nochmal winddicht und wasserdicht. Und im Winter ist natürlich auch immer alles, was Gummi ist und so, das kann man immer nochmal drunter und drüber ziehen. Das schützt dann nochmal vor der Kälte. Und das ist halt super billig, diese Handschuhe. Allerdings muss ich sagen, ich habe die noch nie benutzt. Auch wenn es stark geregnet hat oder so, es war noch nie so schlimm, dass ich jetzt diese Handschuhe benutzt habe. Ich habe ja auch die Griffprotektoren. Das schützt das hier ein bisschen. Wenn man tagelang durch den Regen fährt, ist das, glaube ich, ganz gut. Wenn es extrem kalt ist, hatte ich ein paar Mal an, sogar in den Pyrenäen, habe ich hier noch so Unterziehhandschuhe. Weiß nicht, ob das Seide ist. Auf jeden Fall, die haben, glaube ich, so vom Grabbeltisch bei Louis 4 Euro oder so gekostet. Die habe ich mitgenommen. Am Campingplatz abends, wenn es kalt ist, kannst du halt die anziehen. Die sind ganz dünn. Top. Apropos Regen. Wie ihr seht, habe ich meine Regenhose an. Die ist von Modeka. Hat 20 Euro gekostet. Ist super. Also, ich hatte am Anfang immer gedacht, ich brauche auf jeden Fall eine Hose, die von sich aus wasserdicht ist. Brauche ich eigentlich gar nicht. Also, diese Gummihose ist top. Klar, man muss halt immer anhalten, sie drüber ziehen, aber ich bin sehr zufrieden damit. Was mache ich dann mit der Jacke bei Regen? Diese Jacke ist von Held. Carese 2 heißt die. Die hat 500 Euro gekostet. Da habe ich mich dann für eben eine Gore-Tex-Jacke entschieden. Und die hat eben eine Membran drin innen. Hier, das ist das Gore-Tex-Ding. Und das ist quasi als Innenjacke. Die kann man rausnehmen. Die schützt eben vor Kälte und eben vor Wasser. Also, wenn es ein bisschen regnet, ist es halt auf dem Wasser abweisen und so, dann kannst du einfach so fahren. Es kommt halt nicht durch. Natürlich, wenn es jetzt hardcore regnet, saugt sich die Jacke nach der Zeit voll. Deswegen kann man die Membran auch drüber ziehen. Und dann ist es ein Regenschutz. Das Rein- und Rausgefummel geht, also das macht man dann mit so Reißverschlüssen fest hier. Was ich noch zu den Handschuhen sagen wollte, ist, diese Stulpe ist zwar lang, aber die ist nicht weit genug. Also sie kommt dann nicht über die Jacke drüber. Und dann hast du immer dieses Problem, dass der Wind reinziehen kann. Ich mache das dann immer so lange rum, bis es dann irgendwie geht, dass der Wind nicht reinzieht. Aber das wäre natürlich cooler, aber man braucht halt eine riesen Stulpe, um das über so eine fette Jacke eben zu bekommen. Weiß ich nicht, ob es das überhaupt gibt. Sonst muss man ein bisschen improvisieren, man kann das hier immer halt zumachen. Also es ist auch alles noch tipptopp in Schuss. Mit der Jacke bin ich sehr, sehr zufrieden. Die hat halt auch immer noch so Leuchtstreifen und hier auch so Streifen dran, die, also reflektierende Streifen. Hat halt ganz viele Taschen, das ist meine Lieblingstasche hier. Gibt hier innen noch so eine Tasche, dann hier noch so eine Kühlungstasche, Handytasche. Gibt halt auch viele Lüftungsschlitze, damit es dann durchzieht.
Und das kann man auch ganz gut, weil es eben diese langen Dinger hat, kann man das gut während der Fahrt auf und zu machen. Und hier hinten auch. Da muss man immer so ein bisschen so. Und es aufmachen. Und so weiter, dann zieht es schön durch. Also während der Fahrt ist es okay. Aber sobald man stehen bleibt, ich schwitze ja halt wie ein Tier. Ja. Bleibt nicht aus. Gut, ich bin jetzt auch im Winterdress. Normalerweise habe ich nicht meinen dicken Pullover drunter. Aber ich wollte euch das nur zeigen. Ich ziehe den Pullover drunter und ich habe immer noch einen Longsleeve drunter im Winter. Das einzige Problem ist das mit der Kapuze. Dann schließt die hier nicht mehr richtig gut ab. Aber ich möchte auf den Kapuzenpulli nicht verzichten, weil ich beim Campen und so dann immer Kapuze aufsetze, wenn mir kalt ist und so. Ja, auch beim Schlafen hatte ich oft, dass es mir so kalt war, dass ich das dann hochgemacht habe. Deswegen muss man da immer ein bisschen rummachen, dass es schließt wegen der Kapuze. Und noch einen zweiten Pulli will ich halt nicht mitnehmen, nimmt mir zu viel Platz weg. Also ist eine Top-Jacke, die kann ich nur empfehlen. Man kann auch die passende Hose dazu kaufen. Kann man dann hier festmachen mit Reißverschluss. Und ja, für die 500 Euro ist kein Rückenprotektor dabei. Den habe ich noch gekauft. 30 Euro hat er gekostet. Sonst hat sie halt Ellbogen- und Schulterprotektoren. Und ist eben auch auf so hier Cordura-Stoff. Ich habe es auch eine Nummer größer genommen, damit eben der Pulli und so weiter drunter passt. Vielleicht sollte man da auch drauf achten. Ja, über ein Jahr und ich habe halt wirklich auf dem Campingplatz da drauf gesessen. Und in den Hostels hast du ja oft gar keinen Schrank und so weiter. Da musst du es halt irgendwo hinfeuern. Also es ist jetzt nicht super pfleglich behandelt worden. Und dafür ist es echt, es gibt eigentlich keine Stamme, außer hier, falls man es sieht, hier drückt der Schulterprotektor, hat sich hier durchgebohrt. Also das muss ich mal nähen lassen. Sonst ist die Jacke tadellos. Nachteile von so einer Jacke sind halt, dass sie unfassbar sperrig ist durch den Rückenprotektor und durch diese anderen Protektoren. Und sie ist sehr schwer halt. Ich habe natürlich dann auch immer noch 18 verschiedene Halterungen für Kameras da drin. Mein Pass, mein Fahrzeugschein, also eine Menge Sachen in den Taschen. Und ja, es ist einfach schon schwer und eben sperrig. Was ich noch nicht getraut habe, ist, sie zu waschen. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Spezialmaterial ist. Die Membran, glaube ich, darf man auf gar keinen Fall waschen, aber das ist eh so ein Gummistoff. Aber die habe ich jetzt auch noch nicht gewaschen, sondern der Regen wäscht die. So, kommen wir zu meiner Hose. Das ist die Vanucci Cordura Denim Jeans. 99 Euro hat die gekostet. Knieprotektoren sind drin. Und die haben halt so Kevlar-Einsätze. Also ich habe gelesen, bis 70 km/h, wenn du da auf der Straße rutscht, dann brennt die nicht weg. So wie eine normale Jeans, die brennt sich ja dann irgendwie so in die Haut ein, dass die dann die einzelnen Fasern in stundenlanger Arbeit aus deiner Haut rausoperieren müssen. Hier soll es bis 70 km/h gut sein und ich habe auch gehört, diese Jeans, Motorrad-Jeans sind echt qualitativ sehr gut geworden. Ich hatte jetzt natürlich noch keinen, Gott sei Dank, keinen Sturz, der so heftig war. Ich finde halt diese Hose mega, mega günstig. Ich habe halt am Anfang überlegt, ob ich mir noch so eine richtige Hose kaufen soll. Also so eine Hose, so wie die Jacke aus Textil. Die ist dann bestimmt luftiger, hat eben auch diese Lüftungsschlitze überall. Kannst ja auch mit Gore-Tex haben und so weiter. Aber ich habe es einfach nicht eingesehen, da nochmal jetzt 500 Euro auszugeben. Ich bin sehr zufrieden, also von 40 Grad bis minus 10 Grad habe ich damit alles gemacht. Und ja, es ist heiß, aber ich finde es aushaltbar. In der Sahara war es eh so, egal was du anhattest, sobald du stehen geblieben bist, wolltest du eigentlich nur nackt sein, weil es halt so heiß war. Und ich meine, ihr seht es hier auch, ich natürlich das komplett durchgeschnitzt, unten geht's. Und das, obwohl ich noch eine lange Unterhose drunter habe, die ich jetzt extra aufgezogen habe, dass man sieht, dass die drunter passt und so weiter. Im Winter kann man sogar noch eine Jogginghose drunter ziehen, wenn es zu kalt ist. Und es ist eben so, ja, Jeans nicht wasserdicht. Habe ich ja die Regenhose von Modelka für 20 Euro noch dazu. Und ich habe Hüftprotektoren reingepackt. Noch kosten 15 Euro, muss man extra kaufen. Sieht halt gut aus, die Hose, ist günstig. Also für 110 Euro hast du Regenschutz. Protektoren an der Hose und eine gut aussehende Jeans, die du auch mal so beim Rumlaufen tragen musst. Finde ich gut, kann man machen. Kann sich auch so eine andere, die ist bestimmt luftiger, so, wenn man so eine andere noch hat. Aber ob das jetzt so viel bringt, ich weiß nicht, ob das dann 500 Euro Unterschied macht, tatsächlich. Können andere vielleicht besser beurteilen. Hat auch jeder bestimmt seine eigene Meinung zu, aber einfach gut zu wissen, dass man mit so einer Hose alle Klimazonen bereisen kann, ohne große Probleme zu haben. Bei dem Zeug unten drunter habe ich, wie gesagt, einen Longsleeve und die
lange Unterhosen. Das ist eine Skiunterhose. Aber ich habe jetzt keine irgendwie speziellen Unterziehsachen, also irgendwie nahtlos oder aus irgendeinem supergeilen Material, sondern ganz normal Baumwoll-T-Shirt und Baumwoll-Shorts. Bevor wir zu den Schuhen kommen, möchte ich noch einen kleinen Radunterhose. Es war ein User, der bei YouTube kommentiert hat, der gesagt hat, ey, bevor du losfährst, kauf dir eine Radunterhose. Die hat hinten so Polster. Dann tut dir der Arsch nicht so weh. Ich glaube, die hat knapp 20 Euro gekostet. Habe ich viel angehabt am Anfang. Der Hintern gewöhnt sich dann irgendwann dran. Ich benutze sie jetzt kaum noch im Sommer. Das muss man sagen, im Sommer ist es halt ultra heiß. Da habe ich lieber Hinternschmerzen, als dass ich mich zu Tode schwitze in der. Aber ab und zu ziehe ich sie halt an. Und im Winter ist es halt auch nochmal eine Schicht, die Wärme bringt. So, mein Stiefel. Das ist der Daytona Touring Star GTX. Kostet 300 Euro. Die machen Made in Germany und es ist Handarbeit. Die haben eine Stahlsohle da drin eingebaut, sodass es nicht durchbiegen kann. Und hier so Schaltverstärkung und so weiter. Also die Schuhe sind super und eben Gore-Tex. Ich habe am Anfang noch so Skisocken dabei gehabt, weil ich gedacht habe, wenn es kalt ist, dann kriege ich kalte Füße, so wie beim Skifahren, da wo man immer so kalte Zehen hat. Gar nicht. Ich habe die mittlerweile schon lange zurückgeschickt, die Skisocken, weil normale Socken und die Schuhe, perfekt. Also ich liebe diese Schuhe, die sind auch bequem, um rumzulaufen. Klar, sind natürlich schon große Stiefel, aber bequem, um rumzulaufen und eben hier mit der Aufverstärkung. Und ich hatte am Anfang, ich zeig das ein bisschen anderen. Ich hatte am Anfang, gleich nach dem Anfang, weiß ich, 2 Monaten, wo ich noch in Deutschland gefahren bin, hatte ich das hier so, wie man sieht, diese Kante abgelöst vom Schalten. Und dann habe ich das eingeschickt und die haben mir das auch anstandslos ersetzt, haben aber gesagt, ja, das kann halt sein, wenn du immer auf einer ungünstigen Stelle schaltest, dass man eine größere Schaltverstärkung braucht. Ja, jetzt bin ich 20.000 Kilometer nochmal damit gefahren und ja, dieser Rand ist abgegangen und hier vorne ist es abgewetzt, aber das bei den anderen auch. Aber ansonsten sind die tipptopp. Also das sind echt Mega-Schuhe. Also die 300 Euro, genau wie bei der Jacke, muss man sagen, beide Sachen sehr teuer, aber auch sehr gute Qualität. Auf der anderen Seite, ja, mit einer 99 Euro Jeanshose bin ich genauso zufrieden. Man kann die hinten halt auch noch so aufmachen, dass man die dann noch die Hose reinmachen kann. Ich habe die Hose immer drüber. Das war's von meinem Klamotten-Review nach einem Jahr Motorradreise. Ich wollte mich noch für die Unterstützung bedanken bei Rudi und beim Ausreiter. Und der Ausreiter hat auch einen Podcast, der heißt Gang rein und los. Da war ich zu Gast oder wir haben halt Video-Call gemacht. Und das könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Gerne liken. Wir sehen uns nach Ostern. Frohe Ostern. Dann soll es weitergehen für mich. Wohin, weiß ich noch nicht. Sehen wir dann. Ciao.